Der Güterverkehr nimmt immer weiter zu. Auf der Schiene wie auf der Straße. Mit dem Projekt ELISA haben Hessen Mobil und Siemens Mobility den ersten E-Highway Deutschlands und damit eine neue Dimension der Elektromobilität geschaffen. Wir haben mit dem Projektstart absolutes Neuland betreten, nämlich eine solche Anlage auf einer sehr hochbelasteten Autobahn im fließenden Verkehr aufzubauen. Elektrifizierung der Straße als wichtiger Baustein für umweltschonenden Güterverkehr. Mit Strom, der zu 100% aus erneuerbaren Energien stammt. Bewährte Technologie neu gedacht. Das zuverlässige System der Stromversorgung über Oberleitungen wurde von der Bahn auf die Straße übertragen. Es kombiniert die Effizienz der elektrifizierten Bahn mit der Flexibilität von Lkw und führt zu einer deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs bei uneingeschränkter Mobilität. Lkw können über die Oberleitungen Strom laden und dadurch auch abseits der Strecke voll elektrisch fahren. Das System ist mit der vorhandenen Infrastruktur kompatibel, lässt sich mit alternativen Kraftstoffen, Antrieben und neuen Verkehrstechnologien kombinieren und rechnet sich für Spediteure schon nach kurzer Zeit. Ich bin natürlich sehr froh als Verantwortlicher, dass wir in diesem Projekt es geschafft haben, just in time einen E-Highway zu bauen, der noch der längste, den es momentan weltweit gibt, ist. Mit dem Projekt ELISA haben Hessen Mobil und Siemens Mobility eine flexible Lösung geschaffen, die zukunftssicher und sofort umsetzbar ist und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.